Fertig sind, dann startet oben nochmal die Bodenschau, wer sie noch nicht gesehen haben sollte, wird vielleicht der ein oder andere sagen, warum wollt ihr dann aufhören zu spielen? Und Garderobe ist ja dann mit den Models besetzt, könntet ihr ja theoretisch auch spielen, aber eben gerade deswegen müssen wir in die Garderobe, sonst können wir das ja nicht überwachen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Auch wir kommen ja aus der Modelbranche, unser Alex hat schon in den frühen 80er Jahren im Bereich Feinripp-Unterwäsche bei uns in Leipzig im Konsumwarenhaus als Kindermodel gearbeitet. Ja, Kinderarbeit gab es bei uns in Leipzig. Uns ging es nicht so gut wie hier in diesen Regionen. Wir mussten richtig hart ran. Wir sind in einem sehr, sehr dunklen Stadtteil von Leipzig aufgewachsen. Erst im Alter von 18 Jahren haben wir Tageslicht gesehen. Das war ganz, ganz schwierig. Übrigens, wenn ihr da gegenüber guckt, da blitzt immer mal so ein bisschen eine gelbliche Farbe aus. Ist die Sonne, die heute ganz fest hier im Programmablauf verankert ist. Das heißt, später wird es ja noch richtig warm. Wir haben es heute schon mal angekündigt. Wir haben zwar die Prognose etwas verschoben, es sollte schon 11.30 Uhr sein. Jetzt voraussichtlich 14.30 Uhr. Strahlender Sonnenschein. Hier drin 40 Grad, also macht euch schon mal frei. Ein kleiner Kaffee und gegen 15 Uhr dann der versprochene Fichtennadel aufgussen.